Ich möchte Ihnen ganz herzlich gratulieren und dieser Schule, die diesen Hausmeister hat, und möchten Ihnen ganz offiziell die Urkunde erster Platz Superhausmeister 08 und 09 überreichen. Herzlichen Glückwunsch. Hallo Germeringer, ich begrüße euch zum Interviewprojekt 101 Germeringer. Heute treffen wir DJ Tiff Christoph Riebe. Hallo, also ich bin eigentlich ein Original Germeringer, 1972 geboren, hier aufgewachsen und zur Schule gegangen. Und jetzt seit fast 40 Jahren ist Germeringen meine Heimat. Und seit bald 8 Jahren arbeite ich jetzt auch hier in Germeringen, nämlich als Hausmeister am Max-Born-Gymnasium. Im Hintergrund sieht man die Sternwarte. Wir sind heute auf dem Dach vom Max-Born-Gymnasium. Also ich bin eigentlich gelernter Energieanlagenelektroniker, habe mehrere Jahre in München ICEs repariert und habe mir dann doch relativ schnell gemerkt, dass das der Job eigentlich nichts für mich ist, weil mir einfach der Kontakt zu den Menschen gefehlt hat. Das heißt, die Züge waren mir auf Dauer dann doch etwas zu stumm. Ja, mir wird öfters nachgesagt, dass ich eigentlich nicht der typische Hausmeister bin. Das liegt vielleicht daran, dass mir der Job wirklich Spaß macht und dass ich halt gern mit Kindern und Jugendlichen zusammen arbeite oder zu tun habe. Liegt vielleicht daran, dass ich 10 Jahre als Gruppenleiter und selbst Oberministrant in der Pfarrei Don Bosco tätig war. Da habe ich dann auch meine Frau kennengelernt. Ja, und also bin ich glücklicher Papa von 2 kleinen Kindern und da ist man natürlich von zu Hause so einiges gewohnt. Also da können einen dann 1000 Schüler auch nicht wirklich stressen. Ja, und ein besonderes Highlight in meiner Laufbahn als Hausmeister war mit Sicherheit 2009 die Ernennung zum Superhausmeister. Es war so, da hat der Heftverlag, also der ist auch bekannt durch dieses gleichnamige Hausaufgabenheft, der hat da so einen deutschlandweiten Aufruf gestartet und dann haben die Schüler hier am MBG eine nette Aktion gemacht. Die haben so ein Bewerbungsvideo von mir gemacht und mit dem Kunstlehrer ein ganz nettes Unterschriftenkunstwerk gemacht. Also es waren alle Unterschriften von allen Schülern drauf. Das hat dann meinen Kopf ergeben. Es war echt eine nette Aktion. Ja, und so konnte man es dann gegen fast 200 Konkurrenten deutschlandweit durchsetzen. Und jetzt darf ich mich offiziell Superhausmeister nennen. Da haben sich natürlich die Schüler riesig gefreut und dann gab es eine riesengroße Preisverleihung. Und das war natürlich schon ein sehr bewegender Moment für mich. Also da war die Big Band gespielt, es haben diverse Leute schöne Sachen gesagt. Einen goldenen Schraubendreher habe ich von den Schülern bekommen, Wellness-Wochenende geschenkt bekommen. Also es war wirklich eine rundum tolle Sache und hat mich bis heute natürlich sehr, sehr gefreut. Dann war es natürlich sehr lustig, aber dennoch sehr turbulent. Da haben dann diverse Zeitungen an die Tür geklopft, ich durfte Radiointerviews geben, selbst das Bayerische Fernsehen war mal da und hat mich einen halben Tag begleitet. Ich hätte nie gedacht, dass das so eine Welle macht, war aber dann trotzdem wieder sehr froh, dass sich das dann alles wieder beruhigt hat. Ja, und neben meiner Tätigkeit als Hausmeister bin ich auch seit fast 20 Jahren DJ in und um München als DJ Tiff unterwegs in diversen Clubs und Events. Und damals, als ich als Hausmeister angefangen habe, habe ich die Sache mit dem DJ eigentlich nur der damaligen Schulleiterin der Frau Loos erzählt. Und dann habe ich in irgendeinem Münchner Club aufgelegt und habe mich dann gleich ein paar Schüler entdeckt. Und das war natürlich ein großes Hallo. Und das hat dann gleich die Runde in der Schule gemacht. Und das fanden natürlich dann die Schüler ganz cool, dass jetzt der neue Hausmeister auch DJ ist. Ja, also ich habe als DJ angefangen in einer Zeit, da war der DJ halt einfach noch in der Ecke gestanden und hat halt für die Musik gesorgt und war weder der Superstar oder der neue Traumberuf. Also ich habe lange Zeit mit Platten aufgelegt, also Schallplatten aufgelegt. Ich bin jetzt auf einer Timecode-Softwarelösung übergegangen. Da hat man 2 Plattenspieler, 2 Vinylscheiben, da ist halt so ein Timecode drauf, also sprich so ein Steuersignal. Und damit kann man dann die MP3s, also die Musik, auf dem Laptop steuern bzw. abspielen. Das heißt also, ich bleibe meinen Wurzeln treu, habe immer noch das Gefühl, mit Platten aufzulegen, habe natürlich viel mehr Musik im Gepäck und muss nicht mehr die Platten umeinander schleppen. Bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Die Jugendlichen von heute, also sprich die iPod-Generation, kennt eigentlich gar keine Schallplatten mehr oder auch Plattenspieler. Und deswegen würde ich gerne noch zu meinem Lieblingsteil was sagen. Und zwar ist das eigentlich der meistverbreitete DJ-Plattenspieler. Das ist der Technic 1210 MK2, liebevoll von den DJs auch 1210er genannt. Ja, und das Teil gab es jetzt fast 30 Jahre unverändert, wurde es gebaut. Ist 1978 auf den Markt gekommen, ist leider 2010 eingestellt worden. Was einen natürlich dann schon ein bisschen traurig macht. Aber meine Plattenspieler sind jetzt 23 Jahre alt und ich hoffe, die laufen noch ein bisschen länger. Habe mir aber vorsichtshalber nochmal ein Ersatzgerät geholt.
Ja, also als DJ erlebt man natürlich so einiges. Da ist immer die Sache mit dem Musikwünschen zum Beispiel. Was immer ganz, ganz witzig ist, Leute wünschen sich irgendein Lied, irgendeinen Song und merken eigentlich gar nicht, dass er in dem Moment läuft. Oder die andere Geschichte so nach dem Motto, hey, kannst du mal das eine Lied spielen? Weißt du schon, was da immer im Radio läuft? Und dann fragt man halt, ja, wieso? Oder was für ein Lied ist das? Ja, weißt du schon da, wo die Frau immer singt? Und dann noch der verzweifelte Versuch, das halt immer vorzusummen. Ja, das waren jetzt ein paar Geschichten über mich. Also ich hoffe noch, dass ich lange als Hausmeister arbeiten darf, Musik machen kann, noch als DJ unterwegs bin und auch in Germering wohne und hier leben kann. Also in diesem Sinn, don't stop the music.